Also, machen wir es auf Dialekt. He? Weißt du, es ist wegen dir, weil dein Dialekt ist schon schwierig zu verstehen, Carly, oder? Also, zum 10. Mal ist die Schweizer Nationalmannschaft an der Endrunde mit dabei. Und das Fieber, ich weiss nicht, wie es bei Ihnen ist, das Fieber steigt auf jeden Fall bei uns, was sehr, sehr intensiv mit der Weltmeisterschaft in Thematik sein. Das steigt mit jedem Tag mehr, wo das näher kommt. Angefangen hat es mit dem ersten Panini-Bild, das man einkleben konnte. Wo hat eigentlich das WM-Fieber, Carly, jetzt 2014 bei dir angefangen? Wo ist es effektiv zum ersten Mal greifbar geworden? Wo wir Meister geworden sind. Das WM-Fieber? Ja, da hat das WM-Fieber angefangen, weil ich ja gewusst habe, dass wir einige Spieler dort haben, die dort mitspielen. Und weil ihr so gut seid mit dem Club, hast du plötzlich für die Nationalmannschaft angefangen zu fahren, oder wie? Nein, ich habe alle Matchs gesehen von der Nationalmannschaft. Ich bin ein Schweizer. Auch wenn ich ein Basler bin. Das ist jetzt wegen der Schweizer. Ja. Ja, das habe ich wegen der Zürcher gesehen. Ja, richtig. Und als Schweizer schaut man die Länderspiele. Und ich habe die alle gesehen. Und ich bin ein Fan von der Schweizer Nationalmannschaft. Ich habe das Glück gehabt, selber mal dort spielen zu können. Ich war sogar Kapitän in der Nationalmannschaft. Hast du eine Endrunde miterlebt? Kommen wir später noch darauf zu reden. Also das Fieber ist da. Wie ist es bei dir? Alain, du hast auch einen kleinen Bub. Die dir auch Panini-Bilder sammeln. Hat er das auch gemacht? Also er sammelt, ich halte mich da zurück. Nein, das sagen alle Väter. Ich finanziere es, Nein, klar, er ist, glaube ich, einer der Ersten gewesen, wo so Panini-Bildchen gesammelt hat und dann seine Kollegen in der Schule angesteckt hat. Und dann ist es losgegangen. Selbstverständlich, das ist immer so der Moment, wo man weiss, okay, WM steht vor der Tür und die Kindheitserinnerungen kommen dann auf, weil man weiss, genau, das habe ich früher auch gemacht. Und das Fieber bei dir, du hast ja jetzt die letzten Endrunden immer noch erleben als Experte vor Ort. Jetzt bleibst du zum ersten Mal im Studio in Zürich, unter anderem auch mit mir darfst du Sendungen machen. Das ist eine grosse Ehre für mich. Für mich, nein, für mich, muss ich sagen. Verständlich. Nein, wie ist es bei dir? Wie noch ist jetzt die WM-Endrunde bei dir? Ist natürlich, seit die Testspiele sind gegen Jamaika und Peru, ist wirklich so für mich ein bisschen losgegangen und ist so intensiver geworden dann. Und selbstverständlich fährt jetzt schon die ganze Vorbereitung an, wo du Testspiele schaust von der anderen Mannschaft an, wer ist wie in Form und fast die intensiver auseinandersetzen mit der ganzen Thematik. Wobei es natürlich bei meinem Job so ist, dass ich das muss analysieren, was danach passiert. Also da nützt mir die Vorbereitung nicht allzu viel. Wie ist es bei dir? Du fliegst heute Abend ab mit der Mannschaft. Also die Frage, wie präsent die WM ist bei dir, die ist überflüssig. Ja, angefangen hat sie allerdings im Oktober 2011 in Wales, wo wir rausgefallen sind, wo die Pflicht kam und der Negro hat noch ausgeglichen. Bei dem gerade neben mal Hitzfeld gestanden und habe ihn in den Arm genommen und gesagt, das passiert uns nicht noch einmal auf Brasilien gehen. Ist das damals dein Startpunkt für dich? Ja. Das ist Sport, oder? Wenn eine Niederlage da ist, Mund abwischen und voll wieder dran, rot-weißen Schal um den Hals vor dem Computer hocken und anfangen planen, damit es gut kommt. Und darum ist es natürlich dann schön, wenn es in so einem Tag wie heute gipfelt, wo man merkt, heute fliegen wir ab, heute startet die Mission der operativ. Du bist ja nicht einer, der nachher auf dem Feld die Emotionen darf ausleben. Ist es auch für einen Funktionär, jetzt in deiner Funktion als Generalsekretär, ist das auch für dich ein spezieller Moment, das Kribbeln? Also wie noch lässt du die Emotionen an dich dran? Oder wie noch darfst du die Emotionen an dich dran lassen? Ich lasse vor allem den Genuss an mich her, weil ich mir immer wieder sage, das ist ein Privileg, dass ich den Beruf ausübe. Ich muss mich manchmal selber noch kneifen, dass ich mich vergegenwärtigen darf, dass ich das machen darf. Das ist ein riesen Privileg. Und ich sage das im ganzen Haus vom Fußball immer wieder, das ist ein Führungsprinzip von mir. Es ist für uns alle ein Privileg, dass wir für den Fußball dort arbeiten. Und einer, der jetzt im Haus des Fußballs arbeitet, egal ob er in der Logistik, in der Spedition oder in den Finanzen ist, uns nicht kribbelt, wenn er jeden Tag ein Teil darf sein von so einer Mission, Weltmeisterschaft, dann ist er am falschen Ort. Und das habe ich auch schon mal einem müssen sagen. Ist das eine Aufbruchstimmung, das spürt man immer wieder, wenn man andere Projekte angreifen darf? Ist die Aufbruchstimmung greifbar? Ja, es ist, glaube ich, einfach gesamthaft ein sehr guter Trend, wo wir das Glück dürfen haben, dass wir drinnen sind. Also es wird entgegen auch vielen Unkenrufen medial, oder? Es wird immer mehr geschüttet, es hat immer mehr interessiert. Es wird auch immer besser, zum Glück. Und ich glaube, diesen Trend dürfen zu gestalten und zu unterstützen, dass er möglichst nachhaltig so bleibt. Wir haben gestern ein Referat gehört, das mich sehr beeindruckt hat, von der Frau Louis Dreyfus, die seit 10, 15 Jahren, das kommt mir sehr bekannt vor, da muss jeder wissen,
Jetzt ist die WM. Die nächsten 4 Wochen gibt es nichts Wichtigeres für den Schweizer Fußball als die WM. Aber hinten dran geht es gerade weiter. Und diese Entwicklung dürfen wir jetzt gestalten. Das ist etwas, was das ganze Haus mitziehen muss. Ohne, dass wir jetzt konkret schon in Detail gehen, können wir dann nachher im Einzelnen das anschauen. Wie bereit sind wir, Nationalmannschaft alle? Was ist dein Gefühl? So grundsätzlich. Ja, wenn man die ganze Qualifikation jetzt angeschaut hat, wo sie einfach ohne in der Lage sind durchgekommen und die Vorbereitungsspiele, dann, wenn man auf die Weltrangliste schaut, wo sie jetzt aktuell auf Nummer 6 sind, dann glaube ich, kann man sehr zuversichtlich an die WM anschauen, ohne dass ich glaube, dass es jetzt dort ein Spaziergang wird werden für die Schweizer. Aber ich denke, dass das vonseiten vom Verband, vonseiten vom Trainer und von der Mannschaft alles gemacht ist worden, gut vorbereitet ist gewesen, für dass sie ihr Potenzial, was sie definitiv haben, dort können zeigen. Aber es sind immer wieder Gegner auf dem Platz. Das ist aber das Blöde am Fußball, gell? Ja, das habe ich ab und zu mal gedacht. Ja. Das hat immer der Köbi Korn. Je nachdem, wer Gegner war, bin ich ja froh, dass der Gegner war. Das hat immer der Köbi Korn so brillant gesagt, wo du dir immer die Fragen vorbereitet hast. Jetzt habe ich ihn, wo wir thematisch darüber diskutieren können, hat er immer am Ende gesagt, aber nicht vergessen, es hat noch einen Gegner auf dem Platz. Ja, genau. Und dann, was hast du weiter gefragt? Nein, der ist fertig. Genau. Der ist fertig. Der hat es geheissen, zurückgeben bitte. Carli, wie vorbereitet sind wir? Was ist dein Gefühl? Jetzt ohne Fakt, einfach rein so als Gefühlsmensch. Also die Erwartungshaltung ist natürlich in der Schweiz sehr gross. Das ist ganz klar. Und die müssen wir zuerst erfüllen. Wenn ich die Trainingsspiele wieder angeschaut habe, bin ich wieder nicht mehr ganz so euphoristisch, wie ich vorher gesehen bin. Ich habe einfach gefunden, es ist zu viel im Schema, Hitzfeldschema. Der Fußball, den er spielt, von hinten raus, habe ich jetzt ein Jahr lang gesehen in Basel. Und das ist mit 15 unentschieden, das hat mir nicht so gefallen. Und ich habe das jetzt fast wieder gesehen in diesen beiden Spielen. Ich hoffe, das wird ein bisschen besser. Es ist logisch, dass man einem Gegner nicht einfach ins Messer reinlaufen kann, das weiß ich auch. Ich habe selber Fußball gespielt. Aber ein bisschen offensiver. Ich habe das Gefühl, wir haben eine spritzige Mannschaft, eine Mannschaft, die will. Innerhalb des Teams scheint es zu stimmen. Und das tut mir wieder gut stimmen für das Resultat. Mhm. Es ist klar, wenn es stimmt innerhalb des Teams, dann bin ich sicher, dass Erfolg möglich ist. Aber ein bisschen offensiver hätte ich es gerne. Schon spannend. Ich habe dich gebeten, nicht konkret zu werden. Und du kommst schon wieder ins Fieber. Und du bist einer von denen, der offen und ehrlich ganz klar deine Meinung kundgibt und auch den Finger mal drin hast, was nicht so angenehm ist. Gefällst du dir in dieser Rolle? Also ich bin für Paz Kolumnist. Da muss ich auch ehrlich sein. Ich höre euch zwei auch immer. Ihr müsst ja auch ehrlich sein. Es geht ja nur darum, wenn ich jetzt sage, die Schweiz qualifiziert sich für das Achtelfinale oder für das Viertelfinale, klatschen da in alle. Das möchte ich ja auch. Das möchte ich. Das wäre unser Wunsch. Und wir fiebern ja mit, dass das schafft. Die Mannschaft ist fähig für das. Aber das braucht noch sehr viel. Denn es ist eine gute Mischung zwischen Jung und Alt. Und jetzt müssen sie es beweisen, jetzt können sie es beweisen. Es ist ein irrsinniges Turnier. Wir haben Gegner, die wir wirklich schlagen könnten. Jetzt müssen wir es aber auch machen. Wir reden ja vielfach im Zusammenhang mit der Ausgabe Nationalmannschaft 2014 vom besten Kader, den die Schweiz je gehabt hat. Das kann ich nur nachlesen, ich kann es nicht beurteilen. Ich kann nur die Endrunden anschauen, die ich als Journalist miterlebt haben und als Fußballfan. Du kannst das natürlich besser einordnen. Wenn wir es vergleichen mit deiner Zeit, du warst ja 1966 in England mit dabei gewesen. Wenn wir es vergleichen von der Qualität her, wo sind wir im Moment? Nein, wir sind viel besser dran jetzt, ist klar. Aber für mich die beste Nationalmannschaft war die, die in England, in Amerika war. Das war für mich eine Sensation. Ich habe dort alle Matches gesehen, bin selber in Amerika gesehen. Das ist, also ich gehe Hühnerhaut, wenn ich an die Spiele denke. Rumänien zum Beispiel und so weiter. Also das ist für mich die beste Nationalmannschaft. Aber wir haben jetzt wieder ein Team, das Hoffnung weckt, wo ein rassiges Team ist, das nach vorne schütten kann. Darum finde ich es ein bisschen schade, wenn man sie zurückzieht.
Ich komme da, ich extra warte hier auf dem vierten Zettel. Ihr könnt schauen, Thema Ottmar Hitzfeld. Da kommst du nachher zum Tragen. Da bist du der gefragt, der die pointierten Äußerungen von sich gibt. Alle, seid ihr damals die beste Mannschaft gewesen, von allen Zeiten? Dank dir euch. Nein, trotz mir. Ja, 4-1 Rumänien, hast du das erste Goal geschossen. Sie haben mich gut aufgefangen. Nein, wir hatten sicher damals eine gute Mannschaft gehabt, sehr talentiert gewesen. Ich habe das Gefühl, dass die jetzige Mannschaft noch mal ein Stück mehr Potenzial hat. Sie hat die bessere Altersstruktur, es sind mehr jüngere Spieler noch drin, die einfach noch viel Potenzial haben, sich weiterzuentwickeln. Wir sind viel mehr Spieler bei grossen Vereinen im Ausland tätig, als es zu meiner Zeit war. Und wenn ich den Jungs heute zuschaue, was die zum Teil machen und in welchem Tempo, dass die Ballfertigkeit trotzdem an den Tag legen, dann träume ich nur davon, dass ich das auch mal gerne wollen können. Also wir haben eine gute Mannschaft gehabt, auch 66. Aber das ist natürlich kein Vergleich zu heute. Alex, wie tut man das selber beim Verband einordnen? Also, wie wertvoll sind die Ressourcen, die er im Moment zur Verfügung hat? Also, zuerst einmal sind eben Carli seine und Mana seine Erfahrungen auch sehr, sehr wertvoll. Das habe ich vorhin versucht anzutönen. Wir sind in einem langfristigen, eindeutig positiven Trend. Da kann man jetzt jeden Chartist fragen. Es wird keiner etwas herausfinden, das negativ ist. Und das hat natürlich angefangen mit der Kenntnis und auch mit dem Schlüssel. Erlebnis 94, wo ich auch der Auffassung bin. Einfach das erste Mal die Schweiz, die wieder dabei ist nach so langer Zeit und dann gerade noch so gut. Oder? Das war dann wirklich ein Signal gewesen. Zum Einschätzen, wie wir jetzt sind, gibt es nichts anderes, als mindestens mal 3 Spiele zu machen in Brasilien und dann haben wir den Kritik. Aber es sind schon so ein bisschen die Kronjuwelen vom Verband im Moment. Ist, ja, natürlich. Also wir haben immerhin eine U17 Weltmeistergeneration. Jetzt, ich kenne Kritiker, die sagen, ja, es gibt auch immer mehr von diesen komischen Weltmeister- und Europameisterschaften mit UXY. Da wird ja jeder mal irgendeiner Weltmeister. Nicht ganz jeden, aber tatsächlich sehr mehr Länder eine Chance. Aber von denen haben es natürlich ein paar jetzt wirklich geschafft, aufs höchste Niveau zu kommen. Und zwar nicht nur fußballerisch, sondern eben auch von der Mentalität, dass man jetzt nicht mehr vor Ehrfurcht startet, wenn irgendein Gegner vis-à-vis steht. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Was spielt das Umfeld der Nationalmannschaft, also nicht nur die sportliche Rolle? Man tut ja das immer zurück definieren auf 1993, wo Credit Suisse eingestiegen ist, wo gesagt hat, wir steigen ein, aber zweckgebunden die Hälfte zum Verband in einen Nachwuchs gibt. Das war eine Bedingung. AMAG, andere Partner, die sehr, sehr eng den Verband begleiten. Wie wichtig ist das, dass die Wirtschaft sagt, jawohl, die Nationalmannschaft, das Produkt ist es uns wert, dass wir die so unterstützen? Ja, es geht gar nicht anders in der Schweiz. Wir werden nachher noch in anderen Zusammenhängen sicher drauf kommen. Wir müssen zusammen haben mit der Schweiz, die jetzt da ist. Und das bedeutet politischen Sukkurs, wirtschaftlichen Sukkurs und sportlichen. Was ist am schwierigsten? Wirtschaftlich, sportlich oder politischer Sukkurs? In Bern wahrscheinlich Politik, aber sonst grundsätzlich ist das Sportliche sicher genauso wichtig und schwierig, auch immer die richtigen Entscheidungen zu fällen wie das Wirtschaftliche. Der Punkt ist der, oder, als Land, das einfach 8 Millionen Einwohner hat, wo der Grösse entspricht von einer Grossstadt in Europa, ist das Gutschürfen sehr, sehr zentral. Das heisst, aus den 15'000 D-Junioren, die es im Moment gibt, von einem Jahrgang, haben wir über die Statistik gesehen, 2, die in die Nationalmannschaft kommen. Die 2 Richtigen zu finden, das muss uns gelingen. Argentinien darf Fehler machen, Brasilien darf Fehler machen, Deutschland, die haben so ein riesen Becken. Aber wir dürfen keine Fehler machen. Und für das brauchst du Fleiss, und für das brauchst du Geld. Und Kompetenz. Und Kompetenz. Ja. Allein die Kompetenz ist doch mitentscheidend, dass wir bei den Jungen die besten Trainer im Einsatz haben. Ja, schlussendlich kommst du nie um Kompetenz herum. Und ich glaube, das, was du hast angesprochen, der Einstieg von der Credit Suisse dazu mal im 93, ist ein entscheidender Faktor gewesen. Hat es überhaupt ermöglicht, dass man so einen Stein hat können in so eine Rolle bringen? Aber für mich ist trotzdem ein anderer Faktor fast entscheidender gewesen, und das ist der Roy Hodgson gewesen. Der Roy Hodgson hat es geschafft, als Trainer ein Land zu prägen. Er hat wirklich Taktik in den Schweizer Fußball hineingebracht. Er ist der erste Trainer, der wirklich einen konzeptionellen Fußball gespielt hat und wo ganz, ganz viel im Verband daraus lernen konnte. Und anhand von seinen Ideen, von diesem Fußballkonzept von Roy Hodgson, ist dann auch die ganze Trainerausbildung gestartet worden. Und hat man eben die Kompetenz, die man hatte, können mit den wirtschaftlichen Ressourcen
kombinieren und nutzen. Wäre das nicht der Fall gewesen, dann hätte das ganze Geld nicht genützt. Das mit der Anekdote noch. Sehr gerne. Also es ist so, dass wir 93, 94, wenn wir mit U-Mannschaften haben, ein Trainingsspiel machen gegen Deutschland, dann hat es von Frankfurt geheißen, nee, spielt mal gegen Baden-Württemberg. Das war die Antwort. Wir durften keine Freundschaftsspiele auf U-Stufen machen. Vor anderthalb Jahren, wo es um die Barrage gegangen ist, U21, wer geht gegen Ang in die Barrage für die Qualifikation EM, hat man Kügel gezogen, Deutschland, Schweiz, und dann hat es hingekriegt, Scheiße. Ja. Das ist Fortschritt. Und an dem müssen wir feststellen. Aber die kommen ja mittlerweile schauen, wie es in der Schweiz gemacht wird. Warum hat das die Schweiz so gut gemacht? Und hat die Trainerausbildung auf Verbandsebene, aber natürlich auch auf Clubebene so gut vorantreiben können, im Vergleich zu anderen Ländern? Also die Trainerausbildung in der Schweiz, die hat einen hohen Stellenwert. Es bleibt uns fast nichts anderes übrig. In Basel machen wir das auch. Und jedes Jahr haben wir die Möglichkeit, so einen Spieler einzusetzen in der ersten Mannschaft und nachher können wir ihn sogar noch verkaufen für viel Geld. Also wir Schweizer sind darauf angewiesen. Wir haben das Potenzial nicht, um wie in der Bundesliga oder in Spanien oder in anderen Ländern, in England vor allen Dingen, so viele Leute zu rekrutieren, dass wir alles können zahlen können. Das ist unmöglich. Und darum müssen wir immer wieder mit den eigenen Junioren arbeiten, damit wir ans Ziel kommen. Wir im kleinen Rahmen nicht Schweizer Meister machen und dann europäisch spielen. Und europäisch bist du im Schaufenster und dann kannst du wieder einen Namen verkaufen. Und das ist sehr wichtig für den Verein und die Struktur. Und wir haben ja einen Campus in Basel, wo Gigi Öhr in seiner Zeit auf die Beine gestellt hat und wo sie heute noch hilft mitfinanzieren. Und das ist wegweisend für uns gewesen, für den FC Basel. Aber das ist im Verband schon gemacht worden und da ist alles richtig gemacht worden. Taktische Konzepte, die Aufstellung ist das eine, aber die Stellung ist etwas anderes. Und da haben wir natürlich in den letzten Jahren Elemente in die Nationalmannschaft gekriegt, die vielleicht ein bisschen unschweizerisch sind, aber trotzdem wichtig sind für die Mannschaft. Wenn wir es hier anschauen, eben ein Inler, ein Memedi, ein Cemaili, ein Seferovic, ein Chaka, ein Churu, das sind Elemente, die den Fußball geprägt haben und den Schweizer Fußball wesentlich besser gemacht haben, Alex. Ja, das ist eindeutig so. Ich kenne auch kritische Stimmen, die sagen, ja, die heissen ja gar nicht Müller, Meier etc., sondern die sind ja gar nicht von da. Das ist das Thema, das wir haben. Der Punkt ist einfach der, das ist die Realität. Das ist unsere Schweiz, die da spielt. Die sieht genau so aus, das ist ein Abbild. Und als Verband muss es unser Ziel eben sein, Swissness zu fördern und nicht die alte Eidgenossenschaft. Das war toll gewesen, oder? Was dann gemacht wurde im vorderen Jahrhundert. Aber wir sind hier in einem anderen Umfeld drin. Und ich finde das grossartig, wenn ich sehe, was wir für Qualität in der Mannschaft haben. Und man muss auch sagen, die haben das übrigens in der Schweiz gelernt, oder? Ist das quasi ein Vorbild, wie man solche Kulturen zusammenbringen kann? Es heisst immer wieder, Fußball bringt Menschen zusammen, Fußball macht eine bessere Welt. Das glaube ich nicht unbedingt, aber es kann schon etwas bewirken, Alain. Ja, selbstverständlich. Im Umgang mit dem Sport dort spielen Nationalitäten viel weniger eine Rolle. Da bist du auf dem Platz und sind alle zusammen in einem Team und wollen alle zusammen das gleiche Ziel erreichen. Und somit sind dort die Konflikte auch viel weniger. Vielleicht sind wir Fußballer halt auch einfach ein bisschen einfach gestrickt und machen uns nicht so viel Gedanken. Das ist ja möglich. Aber schlussendlich ist es effektiv so und das sieht man in der Schweizer Nationalmannschaft, dass es doch ein gutes Tool ist, um Integration voranzutreiben. Aber ohne die wären wir nicht auf der Position 6 in der Weltrangliste, die Qualitäten, die die Immigrantenländer in die Mannschaft reinbringen. Das ist einmal richtig. Und zugleich sind wir natürlich jetzt Favorit in dieser Gruppe. Wir sind 6, Frankreich ist 16, Ecuador ist 30, glaube ich, und Honduras 36. Also wir sind eigentlich Favorit. Wenn ich die Sache verrückt anschaue nach der FIFA-Rangliste. Also das heisst, wir müssen etwas bewegen. Die ganze Schweiz hofft das, auch schon wegen dem Ranking, das ist klar. Aber auch wegen den guten Spielern, die wir da hinten haben. Das sind grandiose Spieler drin. Und die ganze Welt spielen die. In der ganzen Welt. Kommen wir ein bisschen jetzt konkret auf das, was gelaufen ist rund um die Nationalmannschaft in der letzten Woche. Ihr seid in Weggis gsi, als ich das gehört habe, Volksfest und so weiter, habe ich mir schon Angst gemacht. Die Brasilianer haben damals Schiffbruch erlitten, jetzt haben die es nicht gerade so gemacht, aber doch haben die Leute sehr nah an die Mannschaft Ladacho. Seid ihr nicht zu nah bei den Fans gsi und zu wenig in der Konzentration beim Kernbusiness?
Nein, ist im Moment das Fazit. Und zwar, weil weder Spieler noch Trainer das so etwas geäussert hätten. Wir wären auch bereit gewesen, um das entsprechend aufzunehmen und uns wieder ein bisschen mehr abzuschotten. Aber ich glaube, es ist auch nicht gegangen, wie auch wir. Man fährt auf das Weggis rein und es ist dekoriert mit Schweizer Fahnen, liebe Nationalmannschaft, wir sind bei euch. Das lässt ein Spieler nicht kalt. Und auch nicht dann, wenn er meinetwegen ein Sekundo ist, oder? Wenn man das sieht. Also ich glaube, es ist durchaus auf der positiven Note gewesen. Man darf auch mit Zufriedenheit feststellen, dass die Spieler im Großen und Ganzen 0,0 Dünkel haben. Also die nehmen sich ja auch gerne mal Zeit und winken ins Publikum und haben dort so eine richtige Ladung, gleich noch alte Eidgenossenschaft mit auf den Weg bekommen. Das habe ich noch gut gefunden. Der Oppmar hat einmal Bedenken gehabt, wegen, ob es jetzt lutzig, dass er die Anweisungen nicht mehr geben kann während dem Training. Dort ist der Schweizer dann wieder schön dezent und zurückhaltend. Also es ist dann wirklich sehr gut gegangen. Ich meine, das Fazit ist positiv. Anna, was sagst du dazu? Du bist ja einer gewesen, der am liebsten fokussiert geschafft hat, ohne Brimborium ringsherum. Nein, ist nicht ganz so gewesen. Zuerst mal zum ein bisschen ausholen. Wir beim Fernsehen haben auch immer darüber diskutiert, dass es immer mehr geschlossene Trainings gibt, dass sich die Mannschaft immer mehr abschottet. Und wir haben das, und ich persönlich auch, sehr kritisch angeschaut. Ich habe das immer schade gefunden, wenn die Abschottung stattfindet. Wenn man dann, je näher ins Turnier kommt, dass das mehr passiert, das ist okay. Aber gerade in der Phase jetzt, ich weiss es noch, als Spieler vor der WM 94, es war doch das Grösste gewesen, wo wir Abschlusstraining hatten und da sind Tausende von Leuten um den Platz herumgestanden. Die haben gejohlt, die haben uns gefeiert und hast einfach drinnen gebadet und es hat einfach gut getan. Und es war immer noch 3 Wochen vor dem ersten WM-Spiel gewesen. Es schafft eine Nähe zu den Zuschauern, zu den Fans, was ich einfach enorm, enorm wichtig finde. Und was wir nicht dürfen vergessen im Fußball ist, wir sind ein Teil von einer Unterhaltungsindustrie. Es ist eine Unterhaltungsindustrie. Es geht eben nicht nur primär ums Resultat, sondern es geht um die Unterhaltung der Leute. Also als Unterhaltungskünstler bist du auch verpflichtet, eine gewisse Nähe zu den Fans zu schaffen. Und darum finde ich das unglaublich sympathisch und cool in der ganzen Entwicklung, die man überall allgemein im Fußball sieht, dass sich alle immer mehr abschotten. Guardiola macht einen 10 Meter hohen Zaun mit Vorhang vordran, dass niemand mehr bei Bayern München zuschauen kann. Wo sich alle immer gewöhnt waren, dass sie jedes Training schauen können und Tausende von Leuten immer dort waren. Ich habe den Eindruck, dir ist ab und zu zu viel geworden, die Nähe. Ich kann die eben nicht erdrücken. Nein, es ist, wenn du das nicht jeden Tag hast, ist es gut und in gewissen Phasen. Und darum, so in der Phase, wo sie waren, habe ich das eben vor der WM auch genossen. Dann habe ich so genossen, als wir nach Kanada sind gegangen. Wir sind dann in Montreal gewesen. Und dort hat es keiner gekannt. Oder dort bist im Training bist wieder allein gewesen und ist wieder Business as usual gewesen. Und so hat das für mich gepasst. Und ich denke, das wird bei Ihnen einen ähnlichen Ablauf sein. Ich nehme nicht an, dass Sie jedes Training öffentlich werden machen in Brasilien und dass dort auch die tausenden Fans dort werden sein. Darum, vom Timing her stimmt das für mich. Und sollten Sie scheitern in der Vorrunde, wird es definitiv nicht daran gelegen haben, dass die Fans in Weggis zuschauen können. Ist es eine gute Vorbereitung in deiner Meinung? Du hast schon ein bisschen kritisch dich geäussert über die beiden Spiele. Aber nein, am Anfang hatte ich Angst. Aber warum? Weil ich das erlebt habe mit den Brasilianern. Aber wir Schweizer sind keine Brasilianer. Definitiv. Das haben wir gesehen. Das ist ruhig zugegangen. Wir haben noch im Hotelzimmer gesehen. Eben, ja, ganz genau. und das habe ich gesehen. Es ist gesittet und super abgegangen. Und darum glaube ich, das war gut gewesen. Hauptsache, es hat sich keiner verletzt. Das ist, wenn man andere Länder anschaut, das ist ja wirklich zum Teil schlimm, was passiert ist. Italien verliert den Schlüsselspieler. Mexiko, Ecuador, die haben alle ein bisschen Probleme mit den Verletzten. Ja, das ist sehr wichtig, das ist klar. Nur es ist immer die Vorbereitungsspiel. Wenn ich die Resultate wieder sehe, Italien, Luxemburg 1-1, das kann ja eigentlich nicht sein. Und alle die Resultate sind so gelungen gewesen, auch die Schweiz. Stell dir vor, du reklamierst über 2 Siege von den Schweizer. Und Italien hat unentschieden gespielt, Deutschland genau gleich. Ja, das ist wahnsinnig. Ja. Nein, das ist klar. Nein, die Situation ist klar. Die Schweiz hat 2-mal gewonnen, einen Schritt vorwärts gemacht, sie sind gewachsen, sie gehen jetzt an die WM und dort ist alles möglich. Wir sind ja viel besser unterwegs, wenn man das Resultat anschaut vor 4 Jahren. Damals hat man gegen Costa Rica verloren, gegen Uruguay verloren, unmittelbar vor der WM und Italien unentschieden gespielt. Was ist dein Gefühl? Wie sind wir jetzt vorbereitet auf die Weltmeisterschaft? Nein, es geht
fast weniger um das Gefühl, sondern um Beobachtung. Ich habe ja die Mannschaft jetzt über 10 Jahre beobachten. Und wenn ich das anschaue, die Mannschaft, bevor sie auf Südafrika gegangen ist oder jetzt bei diesen Spielen, die sind viel sattelfester. Die sind viel in sich selber gefestigt. Die haben ihr System gefunden, die haben ihre Aufstellung gefunden und die haben die Art und Weise, wie sie Fußball spielen wollen. Die haben es gefunden und das ziehen sie konsequent durch. Man kann darüber diskutieren, gefällt es einem oder gefällt es einem nicht. Das ist wunderbar, aber das ist das. Für mich ist das eine solide Mannschaft, die einfach ein Gesicht hat, die eine Handschrift hat. Und das ist etwas vom Wichtigsten schlussendlich. Der Otmar Hitzfeld hat es geschafft, seine Handschrift dieser Mannschaft zu geben. Abgestimmt auf, finde ich, die Stärken der Spieler, die wir haben. Und darum, für mich, rein von dieser Beobachtung her, sind sie heute viel weiter, als sie das vor 4 Jahren sind. Dir wäre halt ein bisschen dient, wenn die Handschrift ein bisschen anders wäre, gell? Gegen die Handschrift hast du nichts, aber nein, dass man eine Handschrift hat. Er ist einfach der Typ, ich kenne ihn ja selber. Du hast 4 Jahre mit ihm zusammengespielt. Ja, 4 Jahre mit ihm zusammengespielt. Zweimal Meister geworden. Ja, ich kenne seine Philosophie. Ich habe ihn bei Bayern beobachtet. Er hat dort genau gleich so konzentriert geschafft, wie er es bei uns macht. Aber er ist Meister geworden. Er hat Champions League gewonnen. Ist Weltklasse. Absolut, ist Weltklasse. Und wenn er heute reüssiert wieder mit seiner Art Fußball spielen, hat er doch alles recht gemacht. Aber sind denn deine Ansprüche nicht zu hoch? Spanien hat das geprägt in den letzten Weltmeisterschaften, dass man halt nicht nur gewinnt, sondern auch noch schön gewinnt. Aber ich kenne nicht viele andere Mannschaften, die das auch geschafft haben in der Vergangenheit. Nein, wir haben auch nicht immer noch schön gewonnen. Das ist so. Aber die Situation ist so, wir haben ein Offensivpotenzial in dieser Mannschaft, das wir noch nicht ganz ausnutzen. Aber das kann jetzt ich. Ich bin gern bereit zu jubeln bei diesen schönen Goal, die wir machen, direkt Flanken, Hechköpfler und so weiter, wie das früher auch passiert ist, da bin ich der Erste, der schreit. Aber ich hoffe, dass wir im ersten Spiel das können umsetzen, denn das erste Spiel ist so wichtig für die ganze Mannschaft, für das weitere Turnier. Wenn wir dort würden Unentschieden machen, dann wäre es möglich gegen Frankreich wieder ein Unentschieden. Und ich weiss, 5 Punkte musst du haben, sonst kommst du nicht weiter. Hast du Verständnis für das, was er sagt, über den Trainer? Es geht bei mir weniger um den Trainer, sondern es geht effektiv darum, dass die Mannschaft hat in der Offensive noch ein riesiges Steigerungspotenzial. Ich glaube, dass wir wirklich sehr selten so eine kreative Offensive hatten, wo so viel Verwirrung beim Gegner schaffen kann. Und ich glaube nicht, dass es am Trainer hängt, dass das noch nicht ist da zum Tragen gekommen, sondern an der Entwicklung der einzelnen Spieler auch. Es sind sehr viele junge Spieler. Und Shaqiri, der wird nicht schlechter, sondern der wird noch besser. Der hat ganz, ganz viel Last auf sich. Und Dermic ist jetzt das erste Mal dabei. Der liegt noch ganz viel vor ihm, auch international. Also ich weiss auch nicht, ob das Offensivfeuerwerk vielleicht schon an der Weltmeisterschaft zum Tragen kommt. Oder vielleicht erst später. Aber ich glaube nicht, dass es, wenn es der WM nicht kommt, dass es daran gelegen ist, am Trainer, sondern dass die Spieler vielleicht noch nicht dort waren. Aber irgendwann bin ich ganz sicher, wird es zum Tragen kommen. Dann bin ich sicher, wird der Carli genau das sehen, was er gerne sieht. Und auch ich das, was ich gerne sehe, offensiv Fußball. Aber ich kann ja dafür uns, wenn ich etwas im Hitzfeld zutraue, dann ist er der Mann, der mit den vorhandenen Fähigkeiten das Optimum rausholt. Und nicht mit irgendetwas Harakiri gegen spielen. Nein, das ist er 100%. Ich meine, das hat er bewiesen in all seinen Stationen. Er war überall und überall Erfolg gehabt. Das hat er. Das Näschen hat er. Und jetzt hoffe ich, dass das noch ein bisschen, so wie der Alain sagt, es fehlt nämlich nicht viel, es fehlt sehr wenig. Die Mannschaft hat ein offensives Potenzial, das ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Wie nimmst du das wahr, wenn die Schweizer mit dem Hitzfeld kommen? Wie reagieren die Gegner? Also ich habe doch immer das Gefühl, wenn die Schweizer kommen, dann spielt der Hitzfeld, die Personalie Hitzfeld mit der Aura, mit dem Raum, das spielt doch auch eine gewisse Rolle. Ja, das also ist definitiv. So. Das ist eindeutig so, dass das hilft. Jetzt im Aufbau, den er machen durfte, seit den letzten 6 Jahren,
flößt auch die Mannschaft Respekt ein. Das merkt man auch. Also man wird anders behandelt, schlichtweg. Ja, ist das es ist schon so, dass Schiedsrichter kommen und suchen, wo ist der Hitzfeld am Abschlusstraining und können auch Grüße sagen, wie sie sich freuen, dass sie das Spiel verleiten mit ihm als Trainer. Sie kennen ihn ja schließlich aus dem Fernsehen. Also das spielt schon eine Rolle, durchaus. Und er hat da wirklich eine ganz gute Entwicklung in Gang geleitet. Und darf vielleicht gleich der Legende Carli einen Widerspruch jetzt klar machen, der aus meiner Sicht in deinen Worten. Wenn man schon sagt, tendenziell Angsthasenfußball zu viel hinterherum, zu defensiv, dann darf man jetzt ganz sicher nicht von zwei Unentschieden reden. Sondern dann muss man sagen, da kommen drei Mannschaften. Das ist der grosse Unterschied zu 2010. Die sind für uns alle auf Augenhöhe. An einem guten Tag schlagen wir die. An einem schlechten können wir gegen alle verlieren oder unentschieden machen. Aber wir dürfen nicht mit einem Ecuador unentschieden den Match gegen Frankreich und sagen, wir versuchen, das unentschieden zu machen. Genau das wäre falsch. Und dort spüre ich jetzt, dass der Otmar Hitzfeld eindeutig immer mit mehr mutiger redet als du mit den Leuten vom SEF. Gut, da kann ich nachvollziehen. Wenn wir nicht würden gewinnen gegen Ecuador, was ich nicht glaube. Ich glaube, wir gewinnen. Aber wenn das so wäre, dann bleibt ihm ja fast gar keine andere Möglichkeit mehr als anzugreifen. Dann kann er ja nicht hinten rumspielen, sonst dann jummert ja die ganze Schweiz. Das geht natürlich ja nicht. Und nein, das weiß ich. Da ist auch viel zu clever. Und der zweite Punkt ist natürlich von der meteorologischen Verhältnis. Das war ein Testspiel. Man hat gewisse Sachen probiert im Hinblick auf Brasilien. Und wenn wir an das letzte Spiel denken, es wird nötig sein, zum Teil mal Tempo rauszunehmen, sortieren und durchschnaufen. Du kannst nicht 90 Minuten lang bei 50% Luftwürdigkeit Angriffsfußball spielen. Da wirst du das, was du jetzt angesprochen hast, wenn der Hitzfeld mit dir redet, was er sagt, kannst du mir das noch ein bisschen konkreter, wenn er zum Beispiel mit der Mannschaft redet. Die Frage ist ja, wie setzt das die Mannschaft um? Also die Frage ist nicht, ob die Mannschaft an ein Unentschieden glaubt. Die entscheidende Frage ist, wie geht die Mannschaft in die Spiel rein? Also was hat die Mannschaft selber für ein Potenzial, das sie sieht, das man erreichen kann? Also was glaubt die Mannschaft? Da überschreite ich weit meine Kompetenz. Das weiss ich in diesem Detail nicht. Da braucht es mich auch nicht mehr. Ich versuche nur, eigentlich klar zu machen, dass eigentlich sämtliche Fragestellungen im Verband jetzt in den letzten 12 Monaten sind gestellt worden und gespiegelt worden. Oder bei der Nachfolgeregelung auch. Oder wollen wir in eine offensivere Richtung, defensiver? Und wir haben das so manchmal hin und her diskutiert, dass das Minimum, das ich erwarte von einem Verband, ist, dass er parat ist für verschiedene Szenarien. Szenarien außerhalb des Stadions, aber auch Szenarien innerhalb des Stadions. Und da geht es darum, so einen mentalen Mindset zu haben, der in der Wirtschaft durchaus hilfreich ist. Dem sagt man, glaube ich, Neudeutsch Resilienz, einfacher gesagt und politisch nicht korrekt, Stehaufmännlichkeit. Da können wir Schweizer noch lernen, als Land. Wenn ich gestern gehört habe, was der Herr Burkhalter gesagt hat, oder nicht, weil irgendeiner da ein bisschen pupet, sofort knicken. Das wird auch wichtig sein an einer Weltmeisterschaft. Du musst auch mal dreckig mit ein paar Punkten wieder zurück ins Hotel fahren. Sind ihr ein bisschen unschweizerisch im Schweizerischen Fußballverband? Ja, wir müssen manchmal ein bisschen über den Gartenzaun schauen und von allen lernen. Und wir können von allen lernen, wir können auch von Island lernen. Island macht aus einem 4-1 ein 4-4. Und macht noch das 5-4, wenn der Schiedsrichter noch nachspielt. Das haben mir Leute gesagt, der hätte auch noch nachspielen. Und ich habe gesagt, ja, die verlieren wir dann. Die kommen dann. Das sind alles Sachen, die wir versuchen aufzunehmen und zu sagen, habt ihr die gesehen? Die machen das Welt gut. Und nicht immer schauen, der Messi und der Iniesta. Das wissen wir auch, dass die gut können shooten. Anne, ich wollte schon noch mal Otmar Hitzfeld bei dir natürlich noch mal zum Thema machen. Obwohl du vorher gesagt hast, es ist nicht die Frage vom Trainer, es ist die Frage von der Entwicklung von der Mannschaft. Aber du kennst den Otmar Hitzfeld, glaube ich, am besten von allen, die hier sind. Du hast mit ihm schon als junger Spieler zusammen geschafft. Wie nimmst du den Otmar Hitzfeld wahr? Ich in einfachen Worten gesagt, der Otmar Hitzfeld hasst es zu verlieren. Und genau so lässt er spielen. Ich glaube, sein grösster Albtraum ist das Verlieren. Vor dem hat er am meisten Angst. Oder? Und genau so tritt er auf. Oder? Es geht nicht primär, ich muss gewinnen, sondern primär, ich darf nicht verlieren. Und ich mache alles, dass ich das Spiel nicht verliere. Okay? Und das, für mich charakterisiert das der Otmar Hitzfeld am besten. Und ich habe ihn eben aus Spielerdorf erleben, habe zwischen ihnen wieder mal Kontakt gehabt, als er in Dortmund oder in Bayern war und jetzt nachher, als er Nationaltrainer geworden ist. Und so in diesen Gesprächen kommt das immer wieder durch. So, einfach seine Grundhaltung. Er hasst zu verlieren. Es gibt nichts Schlimmes wie eine Niederlage. Das kannst du unterschreiben. Ja, genau so. So spielt er.
Stimmt genau. Nein, stimmt genau. Ist richtig, ist richtig. Und so hast du den Murat Yakin schon nicht gern gehabt, gell? Das ist jetzt das Gleiche. Als Mensch, herrlicher. Ja, ja, nein, wir reden nicht über Menschen. Wir reden über den Fußball, ganz wichtig. Und da also haben wir die 15 Unentschieden veto. Das hätte man anders können lösen. 7-mal gewinnen sind 21 Punkte, 15-mal unentschieden sind 15 Punkte. Und wenn er 3-mal verliert, ist der Carli Odermatt der Erste, der kommt und sagen, du, aber 3-mal verlieren geht doch nicht. Nein, nein, das ist im Fußball immer drin. Aber das nicht an der Weltmeisterschaft. Nein, an der Weltmeisterschaft. Okay. Das ist der Modus. Das ist, der Modus. Das ist einmal zu viel. Wir wollen nachher die Möglichkeit auch noch geben, den Zuschauerinnen und Zuhörern und Zuhörern Votum anzugeben. Aber immer noch ein bisschen konkret geht. Jetzt geht es los. 15. Juni Ecuador in Brasilia, am 20. in Salvador, Frankreich und zum Schluss in den Tropen in Manaus gegen Honduras. Der macht den Spieler richtig Sorgen, der Match. Zu Recht. Ich weiß es nicht, oder? Ich bin nie in Manaus gesehen. Ich weiß es nicht. Es wird klimatisch sicher eine Herausforderung sein. Es wird aber für jede Mannschaft, die dort ist, die gleiche Herausforderung sein. Und keine Mannschaft kann vorher dort sein, sondern jede Mannschaft hat ein, zwei Tage, wo sie sich akklimatisieren können. Ich glaube, somit gehen alle zusammen so auf Augenhöhe ins Rennen. Bist du das Manaus? Hast du das so am 25. Juni ist der Match, wenn ich glaube richtig informiert bin? Ist das, bist du schon gewesen? Nein, ich bin nicht gewesen. Was sind die da sind? Was erzählen die? Ja, heiß und feucht haben wir ja alle schon gehört, aber das ist nicht der Punkt. Ja klar, wir kennen es, aber was ist es? Der Punkt ist ein anderer. Das allerwichtigste Klima ist das in den Köpfen und in den Beinen. Das muss einfach stimmen für den dritten Match. Und das andere kann man dann es irgendwie... Es hat ein Altbundesrat im Publikum genau das Gleiche gesagt vor 20, 30 Jahren, würde ich sagen. Das ist wirklich der entscheidende Punkt. Und wir haben ja im Vergleich zu der WM-Kampagne in Südafrika sehr viel korrigiert, um eben das auch möglich zu machen. Ich möchte einen Punkt ansprechen. Wenn man an die Mannschaft denkt, dort darf jeder etwas sagen, wenn es ihm nach 10 Tagen die Lille auf den Kopf geht und nicht auf dem Dienstweg irgendwo rauf, wie ein Feldwebel zum Kompaniekommandant, sondern das geht relativ zackig. Und dann kann man reagieren, damit es denen einfach auch mental mal gut geht. Und wenn wir in einer mental guten Verfassung, mit hoffentlich schon ein paar Punkten im Gepäck, auf das Manaus ausgehen, dann kannst du dort ganz anders auftreten. Also, aber ich mache mir auch keine Illusionen, wenn ich das noch anfügen darf. Vor 4 Jahren hat es geheißen, ja, sie sind rausgefallen, kaserniert, oder? Dort oben in dem Johannesburg kannst du ja nicht wohnen. Wenn wir jetzt nach 3 Spielen rausgefallen, dann würde es heissen, Girons Ferienlager kommt wieder zurück. Da haben wir alles falsch gemacht, weil dann gibt es ein paar Bilder von einem, der in den Badlatschen über den Strand war und ein bisschen lächelt, dann ist das auch wieder nicht recht. Also das sind die Printmedien, die das machen. Ja, gell? Elektrische hat es auch. Nein, die machen das völlig anders. Alle, ja, viele sagen, ja, die Vorrunde, die müssen wir überstehen. Keine Frage, das ist in meinen Augen eine Geringschätzung der Gegner, weil es wird nicht einfach. Das müssen wir ganz klar vor Augen halten. Ja, ich glaube, es geht nicht darum, dass sie müssen das überstehen müssen, sondern es geht darum, dass man das wie erwartet von ihnen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich Gegner anschaue, wenn ich die Schweizer Mannschaft anschaue, dann wäre ich schon ziemlich überrascht, wenn die nach der Vorrunde zurückkommen. Du erwartest es also euch? Nein, das heisst nicht, dass ich es erwarte. Das heisst, dass ich überrascht wäre, wenn sie es nicht schaffen. Das ist nicht das Gleiche, wie erhasst zu verlieren und es ist mir gleich zu gewinnen. Ja, das kannst du etwas so sagen. Das kannst du etwas so sagen. Ja. Aber es ist wirklich so. Es ist nichts Gott gegeben. Auch wenn du in der Weltrangliste die bestplatzierte Mannschaft bist, heisst es noch lange nicht, dass du auf sicher durch bist. Ich gehe davon aus, dass die Schweizer das schaffen werden, aber das wird kein Spaziergang werden. Carli, du wirst am 25. Juni bei uns Gast sein in der Fernsehsendung rund um die Partie. An dem Tag die Schweizer Mannschaft spielt ja. Du bist mit dem Pfarrer vom Hitzfeld, dem Hochstrasser, bist du bei uns im Studio. Was meinst du, wer brauchen wir an dem Tag mehr, den Pfarrer oder dich? Nein. Ist ja klar, der Pfarrer hat ein Buch geschrieben und ich habe mit ihm gespielt, ich habe ihn erlebt. Schaffen das sagt alles. Das schaffen wir es. Ja. Also ich denke. Wo liegen der Hitzfeld, ich habe noch die Worte im Ohr, das ist eben auch wieder typisch Hitzfeld, ich will Geschichte schreiben mit der Mannschaft. Also Geschichte schreiben heisst im Prinzip, ja, reicht das schon? Achtelfinale ist nicht Geschichte schreiben. Nein, aber das ist für die Schweiz eine Sensation. Wenn wir weiterkommen in Achtelfinale, ist das sensationell. Und das wäre ja dann vielleicht gegen Argentinien oder im schlimmeren Fall gegen Bosnien. Stopp! Ja. Lieber Argentinien als Bosnien? Ja, das ist ein Land, das ist ja sagenhaft gegen die Schutte.
Ja, aber wir wollen ja nicht gegen sagenhaftes Land spielen, wir wollen gewinnen. Ja, gegen beide schwer. Gegen beide schwer. Stopp, ihr spielt lieber gegen Argentinien. Gut, die haben ja nur den Messi und so, aber... Also jetzt nehmen wir das SFV-Logo bei mir weg, jetzt nicht einfach als Alex Mischel. Jawohl. Ich würde lieber gegen Argentinien im Achtelfinal spielen. Also wir jetzt mal davon ausgehen, wir kommen weiter, als Erster oder Zweiter. Und dann kommt die Gruppe, vielleicht der Vollständigkeit halber, wer ist da? Iran, Nigeria, Bosnien oder eben... Da der Kleine, wie heisst es schon wieder? Da, wo der Messi spielt, wie heisst das? Ah, Argentinien, ja, genau. Ja, aber ihr, schauen wir mal. Sag jetzt das Logo weg und das Herz reden. Ja, Achtelfinale gegen Argentinien, dann haben wir noch nicht ganz Geschichte geschrieben, aber das wird eh ein riesen Highlight. Dann steht hoffentlich die Schweiz wieder mal einen Abend lang still. Und nachher Viertelfinale gegen Deutschland. Und am Schluss wird sicher nicht gehupet, oder? Das ist ja dann auch nicht der Vorteil. Was sagt da der. Was sagst du? Also ich nehme ganz klar den Iran. Aha. Ja, du hast vier gesagt. Definitiv. Nein, weil Geschichte schreiben heisst effektiv nicht Achtelfinale, sondern es heisst definitiv Viertelfinale, oder? Das ist ja so. Weil Achtelfinale haben wir ja schon geschafft. Also die Geschichte ist schon geschrieben. Somit, Viertelfinale ist auch schon mal geschrieben gewesen. 1954 ist schon Viertelfinale geschrieben. Ja, aber wir werden wieder exequo mit denen. Stars von damals. 60 Jahre also später. Nur noch schnell, aus Verbandssicht ist ja klar, man sollte nicht überheblich sein, aber du kannst ja nicht dreimal an eine Endrunde gehen, 0, 8, 10, 12 und nach drei Matchen wollen heimkommen. Das kann kein Ziel sein. Ja. Also muss das Ziel Achtelfinale sein. Und dann ist man in einer Knockout-Phase. Dann gibt es ja vielleicht wieder mal ein Penalty-Schiessen, wo man aufbauen kann auf gewissen Erfahrungen. Und dann, wenn alles stimmt, kommen wir vielleicht in das Viertelfinale. Ich denke, Viertelfinale wäre effektiv Stand heute das höchste der Gefühle, wo man dann hoffentlich den Flughafen Quote könnten spielen, morgen lang. Okay, dürfen wir da nicht noch weiter Kaffeesatz lesen in Sachen Schweiz, aber wer wird der Weltmeister? Das ist die Diskussion. Also Argentinien können wir schon mal ausschliessen. Ja. Oder? Ausser dir. Bei dir ist es möglich. Also, bei L2 können wir Argentinien ausschliessen. Es ist jetzt, alle sagen immer, ist klar, es müssen Südamerikaner sein, weil die WM hat immer, wenn es in Südamerika, selbst wenn es in Mittelamerika oder Nordamerika stattgefunden hat, es hat nie ein Europäer gewonnen. Geht die Tradition weiter, Alex? Nein. Wenn ich jetzt mein Geld einsetzen, müsste ich sagen nein. Und zwar einfach darum, weil aus dem amerikanischen Sport kennt man ja all die Statistiken. Und in jedem Match wird irgendeine Statistik, die 100 Jahre gehabt hat, wird über den Haufen gerührt. Und ich habe das Gefühl, dass, rein wenn man die Konföderationen anschaut, hat die UEFA halt schon am meisten Länder, die das Potenzial haben, um ganz viel zu kommen. Ich wünsche vor allem etwas, ich wünsche, dass Brasilien möglichst lange im Turnier bleibt. Ist wichtig für das Turnier. Das ist die einzige Befürchtung, die ich habe bezüglich der ganzen Organisation und auch Sicherheit. Wenn die rausfallen, dann läuft nichts mehr. Und darum wünsche ich im Turnier und ich wünsche es den Brasilianern auch, dass sie möglichst lange dabei sind. Ich habe das Gefühl, dass die Europäer gute Chancen haben, um mit einem von drei Papabilis dann schliesslich durchzulaufen. Wir können nachher da zum Abschluss noch über die Situation reden von Brasilien. Nur mal sportlich bleiben. Allein, was denkst du, hat irgendeine Mannschaft, klar, Spanien hat jetzt wirklich, und ich glaube, auch wenn es der Spanier ein bisschen heißer wird als die Spanier, das dürfte ich noch nicht irgendwie einschränken in der Leistung. Nein, ob jetzt 41 Grad ist oder 42 Grad, spielt dann keine Rolle, die kennen es heiß. Also das wird keinen grossen Unterschied ausmachen. Für mich ist halt einfach, als ich den Confed Cup gesehen habe und die Art und Weise, wie dort Brasilien auftreten ist, vor allem auch im Finale gegen Spanien, ist für mich sofort klar gewesen, dass der Weltmeistertitel dafür nur über Brasilien. Willst du eben nicht nur Brasilianisch spielen, kann das sein? Ja, es ist einfach wirklich die Leidenschaft, der Enthusiasmus, der Wille und auch der Stolz, den eigenen Leuten das wollen zu zeigen und zu beweisen und für sich selber auch, oder? Alex hat es vorhin gesagt, es geht ums innere Milieu. Einfach die Überzeugung gesehen haben und dass der Welt wollen zeigen, hey, wir sind eine der grössten Fußballnationen. Und aber zuerst, wenn einer den Titel holen will, dann müssen sie uns schlagen. Den Druck, den kann ich mir aber heute nicht nachvollziehen, wie das kann sein kann. Du hast es ein bisschen erlebt als Sportler. 1950, wenn man das nachlesen kann, da hat es ja noch kein Finale gegeben, aber das entscheidende Spiel gegen Uruguay ist verloren gegangen. Und da ist ja in dem Land nichts mehr gegangen. Wie kannst du, und wie hat der Ralf Krüger hat mal ein Wort, wie hat er gesagt, der Heimnachteil bei der Hockey-WM in der Schweiz? Der Druck, wenn wir den schon spielen in der Schweiz, wie wird das bei 180 Millionen Brasilianern sein? Ja, aber das müssen das gigantisch sie, sein. Ja, das haben sie jetzt schon seit 4 Jahren, oder? Ich meine, seit man sich vorbereitet auf die Weltmeisterschaft in Brasilien jetzt, ist der Druck da. Alle erwarten das von ihnen. Das ist
Dort wird sich dann zeigen, wie stark sind sie wirklich. Aber der Confed Cup hat für mich einfach so ein Indiz gegeben, dass die mit dem umgehen können. Das ist nicht einfach, das ist eine riesige Herausforderung. Wenn sie es schaffen, dass sie aus dem heraus wirklich noch Rückenwind bekommen, dann haben die so viele Qualitäten, dass es schwierig wird, sie zu schlagen. Gibt es irgendeine Überraschungsmöglichkeit, Carli? Viele reden zum Beispiel von den Belgiern, die eine wunderbare Fußballgeneration jetzt haben, aber die haben noch nie ein Turnier erlebt, die haben einen Trainer, der das noch nie durchgemacht hat. Also so eine Überraschung schließt sich meiner Meinung nach uns. Das ist ausgeschlossen. Aber ehrlich? Ja, das ist ausgeschlossen. Aber für Belgier ist es doch eine Sensation, wenn die in Achtelfinale kommen. Das ist doch schon eine Sensation für Belgier. Die haben ja das noch nie erlebt. Also da bleiben die Grossen am Ende unter sich. Wie in der Champions League war immer mehr. Das letzte Nadelöhr, das ist einfach reserviert für die grossen Teams, sei es jetzt auf Clubebene oder auf Nationenebene. Für die Deutschen war es ja schon lange mal Riff. Aber die gehen wieder raus im Halbfinale und dann gibt es wieder grosses Wehklagen und wir in Basel müssen die Deutschen vorne wieder reinziehen. Es ist ja so. Wer ist denn für dich? Ich glaube dir das noch. Brasilien. Aber ein WM ohne die Deutschen, das wäre für uns Schweizer, vor allem für Basler, auch nicht das Gleiche. Oder? Das ist undenkbar. Es ist ein wunderschöner Fußball, den die spielen. Es gibt immer Goal. Stopp. Also, doch, so wie es jetzt spielen. Nicht so wie es früher gespielt. Ja, weil früher haben sie auch eher gespielt wie der Hitzfeld. Ja, aber wir müssen alles anschauen. Wenn ich Gladbach sehe, früher noch. Mit dem Netz und mit all denen, wie die offensiv Fußball spielen. Du bist nicht ganz fair mit dem Ottmar Hitzfeld, habe ich das Gefühl. Ich bin sehr fair mit dem Ottmar. Ehrlich? Ich habe die gleichen Ziele wie der Ottmar. Wir wollen gewinnen. Und ich kann nicht verlieren. Ich war der gleiche Typ wie er. Und er will auch nicht verlieren, das weiß ich. Aber weil er nicht will verlieren, weiß ich, dass er so am spielt. Weil ich selber mit ihm erlebt habe. Wer gewinnt am Schluss? Wer wird am Schluss da unter sich sein, wenn es um den Titel geht? Ich denke, das Gleiche, was der Alain sagt. Die haben den Göpp überstanden, haben sensationelle Match gemacht, haben im Finale Spanien gehabt, wo ja fast nicht schlug war zu dieser Zeit, haben dort auch noch gewonnen. Ich glaube, im eigenen Land Euphorie, das Ganze drum und dran. Brasilien wird Weltmeister. Sind wir also irgendwie ein bisschen einig? Du hast ein bisschen andere Meinung. Das ist das Podium, kann ich Drei gleich. Sag schnell, Messwin ist ein bisschen, bevor ich will aufmachen für die letzten 10 Minuten, Messwin ist ein bisschen Angst machen. Du bist jetzt schon ein paar Mal in Brasilien gewesen. Also das in den Stadien, da mache ich mir keine Sorgen, aber das Drumherum, wie wird das sein? Angst wäre sicher der falsche Berater für so eine Mission. Ich denke, man muss eine gute Balance haben. Auf der einen Seite ein gesundes Misstrauen und auch eine gesunde Vorsicht. Da gibt es aber Verhaltensregeln, die weltweit angewendet werden, die einfach funktionieren, notabene in viel schärferen Krisengebieten. Und das andere ist, ich kämpfe auch immer dafür, dass wir uns Schweizer nicht so wahnsinnig aufblustern zu diesem Thema Sicherheit. Das war vor Südafrika auch schon so gewesen. Man hat das denen nicht zutraut, dass sie es können. Ich habe mich dort 4 Wochen perfekt sicher gefühlt. Die haben sich Mühe gegeben. Das ist ein ganzes Land, das es ganz, ganz gut machen will. Und das wird sicher der Grund Tenor sein. Und dann gibt es halt so in der Grossstadt gibt's gewisse Sachen, die eher ungesund sind. Gehört das ein bisschen dazu? Ich habe in Sochi miterleben, wo wir alle grosse Angst hatten und nachher wunderbare Woche erleben. Ist das also ein bisschen ein allgemeines Wehklagen worden vor den grossen Ereignissen? Ja, das ist einfach etwas, wo wir als Schweizer auch im Topf 1 sind, oder? Damit wir alles noch sehen, wo das noch abverheilen können und was im Ausland schlechter ist. Das haben wir auch ins Team hineingenommen. Wir haben eine gewisse Verhaltensregeln gegeben. Aber eben auch dort runtergehen und sich einlassen auf das brasilianische Leben. Das wird in gewissen Bereichen ein bisschen mühsamer sein als in der Schweiz. Und in ganz vielen wird es viel schöner und viel besser sein. Und von dort her muss man das Gesamte anschauen und nicht die Schweiz wollen dort runternehmen und vergleichen. Dann machst du dich unglücklich spätestens nach 2 Wochen. Aber 1996 war doch ein EM in England, Football's Coming Home. Magst du dich noch erinnern? Ich habe irgendwie das Gefühl, also etwas Schöneres als ein WM in Brasilien, das gibt es fast nicht. Von den Emotionen vom Ganzen drumherum. Ja, so aus Fußballer oder ehemaliger Fußballer gesprochen, das ist ein Traum, absoluter Traum, WM in Brasilien zu spielen. Und ich glaube auch nicht, dass gerade für die Mannschaften dort ist sämtliche Sicherheit gewährleistet. Die werden das wunderbar organisieren für die Mannschaften. Ich bin nicht ganz so sicher, wie denn das ist für die Fans und wie das mit all den Demonstrationen losgeht, wo irgendjemand die Plattformen nutzen. Und das heisst ja dann auch nicht, dass sie es nicht in den Griff haben, sondern
Events organisieren, sondern es zeigt halt einfach Probleme, die in diesem Land sind, und es hat dann auch relativ wenig mit der WM zu tun. Darum macht es wenig Sinn, dass wir hier darüber reden, aber wie gross ist deine Freude über eine Fußball-WM in einem der schönsten Fußballländer der Welt? Ich freue mich auf jeden Match und ich werde, wenn ich kann, alle Matches schauen. Okay. Es ist noch wichtig auf dem richtigen Sender, gell? Das kann ich dann nachher mit dir klären. Okay, ich darf auch die Möglichkeit geben, in den letzten paar Minuten vielleicht ein paar Fragen zu stellen, wenn wir schon Basler da haben, Erik Sarasin. Freiwillig hast du dich unter leichtem Druck bereit erklärt, die erste Frage zu stellen. Ja, ich habe eigentlich eher ein bisschen eine kritische Frage. Und zwar, wir reden hier bereits in den Medien und sonst vom Viertelfinal. Wir reden von jungen Spielern, gewisse, die gar noch nie an einem Weltmeisterschaft gesehen sind. Wir reden von einer Comfortzone, alle im Fünf-Sterne-Hotel, alles so wunderbar. Wie kann man die Spannung aufbauen für so eine Mannschaft, und ist ein Psychiater dabei, ein Psychologe? Also die Spannung kann vielleicht allein. Kannst du etwas sagen? Ihr seid damals auf Kanada gegangen. Man hat auch immer gesagt, wie lange kann man das aufrechterhalten, dass man nicht auf den Wecker geht. Ist das schwierig? Boah. Lagerkoller, ja. Du hast ja nicht immer gerne die gleichen um dich. Nein, ja, das weiss ich noch. Ich weiss, bei mir ist das etwa 5 Minuten gegangen. Nein, aber das war bei uns damals effektiv das Problem gewesen. Und das hat der Ottmar Hitzfeld sehr wahrscheinlich in Südafrika erlebt. Wir hatten einen Trainer gehabt, plus eine Mannschaft, die so ein Turnier noch nie haben erlebt. Und wir sind daran gescheitert, dass uns wirklich die Decke ist auf der Grin gefallen. Schlussendlich war es so gewesen, dass nach dem Spanien-Spiel sind wir zwar alle zusammen traurig gewesen, aber jeder hat sich auch gefreut, endlich kann ich heim, endlich komme ich aus dieser Kaserne raus. Oder? Und das ist, dort ist ganz viel Energie verloren gegangen. Wir sind dort wirklich kaserniert gewesen. Wir sind dort nicht rausgekommen und es ist wirklich die Decke auf den Kopf gefallen. Aber die PlayStation-Generation müssen wir schon anders Sachen bieten und den Umgang garantieren. Und brauchen die einen Psychologen für... Ja, ob sie einen brauchen, weiss ich in einem Monat. Im Moment ist er nicht geplant. Wir haben relativ gut aufgestellt, wer zu wem geht und eben ein bisschen ablässt. Das ist schon noch wichtig, oder, in diesen Gesprächen. Zu den Erwartungshaltungen, ich glaube, das habe ich erörtert. Warum? Dass man nicht sagen kann, 3 Spiele ist gut. Also man muss den Anspruch haben, in ein Achtelfinale zu kommen. Und man hat gesagt, und der Traum wäre ein Viertelfinale. Ja. Ich glaube nicht, dass sie an dieser Aussage zerbrechen, sondern im Gegenteil vielleicht sogar noch 10 oder andere Gedanken mehr haben. Und bezüglich der Herbergen, jawohl, es ist schön, dort, wo wir in der Deko hergehen. Hier in diesem Fall ist es für Fußballverhältnis geradezu spartanisch. Es wäre also in der Schweiz, müssten sie auch um 4 Sterne bangen. Die dürfen da von den fotokolorierten Bildern im Blick nicht täuschen. Das ist ein ganz gutes Familienhotel, ist relativ lärmig und bewegt und so, aber sehr schön gelegen. Von dort haben wir schon ein bisschen korrigiert. Ein bisschen Sorgen machen wir, dass die Frauen von der deutschen Nationalmannschaft im Hotel der Schweizer untergebracht sind. Ja, das ist so, das ist so. Ja, also haben die einen abgestrennt, sind die gemischelt oder? Das wäre allenfalls, denn bevor wir gegen die Deutschen spielen, ein Element von psychologischer Kriegsführung, das wir noch aufnehmen würden. Das ist wirklich so, also das ist kein Witz. Aber was vielleicht Erik noch gesagt hat, die Mischung, ich glaube, es ist nicht mehr eine junge, unerfahrene Mannschaft. Also die Mischung, das ist ein grosser Trumpf der Mannschaft. Ja, die Erfahrung, zusammen sein und speziell auch das Verdienst vom Captain, vom Gökhan Inler, der es eben hergebracht hat. Die Fraktionen, die es immer noch hat, oder? Früher war das ein bisschen mehr Westschweiz, Deutschschweiz. Jetzt hat es halt von der Herkunft her Fraktionen drin, aber durchaus im Guten drin, dass er das sehr fein austariert und zum Erfolg kann drehen. Darf ich noch jemandem das Wort geben, bevor wir abschließen? Ja, wenn dem nicht so ist, dann wünschen wir der Nationalmannschaft. Gepackt hast du alles dabei? Ja, bereit. Wann fliegen wir ab? Am 11. Am Abend? Ja, mit 12 Stunden am Nachtessen. Sind wir froh. Vor 2 Stunden. Sind wir froh. Vor 2 Stunden sind wir schon geflogen. Danke vielmals. Beste Grüße an Ottmar Hitzfeld, im Besonderen vom Carli Odermatt. Er wird alles genau beobachten. Danke vielmals, Alex Mirscher. Danke vielmals, Alain Sutter und Carli Odermatt. Weiterhin viel Vergnügen beim SEF in Interlaken. Dankeschön.